Paris gleicht einem Schlachtfeld. Die Apachen verbreiten Angst und Schrecken. Die Gang hielt sich nicht an Gesetze. Ungestraft verbreiteten sie Angst und Schrecken. Sie alle arbeiteten für Jésus, den Anführer der Wölfe von Montmartre. Ich erhebe mein Glas auf euch, denn ihr geht nicht auf die Knie. Ich bin ziemlich nett, aber das heißt nicht, dass ich nicht auch mal jemanden abnutze. Es gibt einen neuen Kommissar, der in der Stadt aufwachsen. Wieso wollen sie uns loswerden? Wir bauen ganz schön viel Scheiße, wenn wir mal ehrlich sind. Wie heißt du? Billy. Ich will eine Apachin sein. Ich hatte einen Plan. Sie dachten, mich einzusperren, würde sie ersticken. Doch die Wut, die in mir lodert, ist unkontrollierbar. Und sie wird zu ihrem schlimmsten Albtraum werden. Aber sieh dich vor, Kleines. An Jésus kann man sich die Flügel verbrennen. Du solltest von ihr weggehen und nie wiederkommen. Kenne ich sie nicht. Du hast sicher ein gutes Herz.